Ja, moin, ich bin Andi, Fotograf in Kiel und Umgebung und ich war heute mal wieder am Strand fotografieren. Aber bevor ich euch mitnehme, kurzer Blick in die Runde. Ich habe mir einen filmbaren Arbeitsplatz gebraucht, damit ich nicht immer nach draußen gehen muss, um mal kurz was zu filmen, mal kurz was zu erklären. Heute zum Beispiel wäre eigentlich so ein Tag gewesen, wo ich gern zu Hause geblieben wäre. Ihr hört es vielleicht auch, ich bin ein bisschen erkältet. Ich war aber trotzdem draußen und habe Surfer fotografiert. Das geht nun mal nicht vom Büro aus. Da das Wetter heute nun alles andere als einladend ist, habe ich mein Vlogging-Equipment, sprich mein externes Mikro und meinen, meinen Gimbal zu Hause gelassen. Die wären mir abgesoffen, weggeflogen, habe ich gleich drauf verzichtet. Deswegen werde ich mich heute hier aus dem Büro ab und an mal ins Video schalten, um zu erklären, was ich da eigentlich gerade tue. Vielleicht fangen wir mit ein kleines bisschen Technik an. Normalerweise, wenn ich Surfer fotografiere, stehe ich am Strand und fotografiere die Surfer, wie sie auf dem Wasser fahren. Dafür brauche ich ein bisschen Reichweite. Das heißt, meine Go-To-Linse, um Surfer zu fotografieren, ist normalerweise das 200-500, Blende 5,6 von Nikon. Das ist tatsächlich schnell genug und ich bin auch ziemlich glücklich mit der Abbildungsleistung. Ein Manko hat es, und gerade bei dem Wetter heute, es zoomt nicht intern, sondern es wird länger beim Zoomen. Es ist also auch kein Stück wetterfest. Das heißt, wenn es darauf regnet und ich zurückzoome, habe ich die Feuchtigkeit in dem Gehäuse. Und das muss ja nicht sein. Wetterfestes Objektiv, das wäre es heute gewesen. Der Kollege fällt also heute aus. Wegen ist nicht. Nun hatte ich ein bisschen Glück. Es ist sehr windig und es ist Westwind. Das heißt, der Wind bläst das Wasser aus der Kieler Förde raus. Und ich kann zu Fuß ziemlich weit rauslaufen, bis ich da bin, wo die Surfer hin und her fahren und Gas geben, hüpfen, springen, machen. Was sie da so tun, das seht ihr gleich. Ich bin also mit meinem 70-200 sehr gut gefahren. Das ist komplett weather sealed, wie man im Neudeutschen so sagt. Und D5 mit dem Objektiv in der Kombination, das war heute mein Setup, mit dem ich alles fotografiert habe. Und was ich da so fotografiert habe und wie ich das fotografiert habe und warum ich welchen Modus verwendet habe, das erzähle ich euch jetzt. Hier sieht man den ersten Punkt, der vielleicht ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist. Ich habe mir angewöhnt, unkontrollierte Situationen wie zum Beispiel Surfer, Sport im Allgemeinen, Wildlife und so weiter im ISO-Automatik-Modus zu fotografieren. Das heißt, ich bestimme die beiden Belichtungsparameter, die mich wirklich interessieren, nämlich die Verschlusszeit, hier relativ schnell, weil ich schnelle Bewegungen einfrieren möchte, die relativ offene Blende, damit ich den Surfer einigermaßen freistelle vor dem Hintergrund und den Fokus wirklich auf den Surfer lenke. Und der dritte Parameter, der ISO-Wert, der ist mir eigentlich egal, solange er nicht völlig durchs Dach geht. So bin ich gewappnet sozusagen, wenn sich die Lichtsituation völlig ändert, behalte aber die Parameter, die mir wirklich wichtig sind. Gut, bei dem Wetter hätte ich wahrscheinlich auch einfach das einmal einstellen können und durchhalten können. Da hat sich überhaupt nichts verändert, aber das weiß man ja vorher nicht. Und deswegen, ISO-Automatik hat sich in der Hinsicht echt bewährt. Hier im Bild sieht man jetzt, mit welchem Fokus ich arbeite. Natürlich im kontinuierlichen Fokusmodus AFC, denn das Motiv bewegt sich ja ganz offensichtlich. Aber ich benutze nicht nur einen Fokuspunkt, sondern den Modus Dynamic 9 oder Dynamic 9, D9. Das bedeutet, es gibt einen Hauptfokuspunkt und die 9 Felder ringsherum, die helfen dem so ein kleines bisschen. Wenn also mein Fokuspunkt, man sieht es hier im Bild auch mal, vom Motiv runterrutscht, dann fängt der Fokus nicht sofort an zu jagen, denn die 9 Felder ringsherum wissen ja noch, was los ist. Und jetzt können wir endlich fotografieren und Bilder machen und so sehen 12 Frames die Sekunde im Sucher aus.
das war es erstmal von mir wieder. Wenn ihr Lust habt, mir beim Fotografieren zuzugucken und beim Sabbeln zuzuhören, dann abonniert meinen Kanal, lasst mir gerne ein Like da, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis denn. Tschüss.